wollte eigentlich den mit dem Ding hier, aber das war dann. Ich habe zu lange gewartet. Ah, das gibt's doch nicht! Die scheiß Knarre funktioniert nicht! Jo, jetzt soweit. So, jetzt aber. Oh Mann! Das ist aber echt mal, dass du da, da kriegst du noch ein. Naja, okay. So. Mit viel Verlust. Armes Hundi beim Schlafen, aber was will man machen? So, jetzt haben wir mal echt mal wieder. Hier existiert ja noch einer. Wie viele Leute gibt es denn hier? Oder, oh, Rüstung. Da muss man erstmal drauf kommen, dass da oben in dem Schrank eine Rüstung ist. So, jetzt habe ich natürlich aber mein Dingens wieder leer. Das muss ich natürlich erstmal wieder aufladen. So, was haben wir hier? Hier ist nichts, obwohl das ein Rednerpult aussieht so. Telefon. Hör, ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist von eingetroffen. Müller! Müller, antworten Sie! Müller! Dank Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand. Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack. Sie sind eine Schande für die ganze Operation. Ich habe keine Befehle mehr von Ihnen entgegen verstanden. Bewahren Sie Geduld. Terroristischer Angriff auf Grenzposten. Jawoll. So, hier blinkt was. Hier habe ich was gesehen. Was haben wir denn da? Übungsgelände in Sibirien, Moskau, 12. Oktober 1960, die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges unweit der Kaserne gelegenen Ausbildungslager von Totenkopfkommandanteneinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Alles klar. So. Hier ist auch noch was. Ah, ein Plan. Ja, geil. Sehr schön. Ah, it's a Penya. Ja, da hinten war nichts mehr. Okay. Die ist auch gut voll. Wir brauchen aber erstmal eine Pistole, würde ich sagen. Ich weiß, dass es da lang geht. Ich will aber erstmal hier, nicht, dass hier irgendwo was rumliegt oder was. So, da sind wir rausgekommen. Aber da war nichts mehr, dann was eingesammelt. Braucht von euch, wir brauchen so einen scheiß Mülleimer. Ich will die Zigarette konnte ausmachen. Beim Laufen macht er viel zu viel. So. Ja. Los hier, Bastard. Nein, ich will doch nicht raus. Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Ja, ja. Nach rechts. Hey, du da. Mist, ich hab mich da drunter noch nicht mal Augen gesehen. Ich zeig's dir, du faule Sau, los! Mist, ich wollte auch noch mal. Ah!
Ja, scheiße. Ist doch egal. Kommt er jetzt nicht im Büro gucken. Ich wollte nicht raus. Mist. Aufstehen. Vorwärts. Hey du. Kommen wir nicht wirklich voran? Ja. Okay. Hans, komm schon, lass uns gehen. Hans, komm schon, schick sie weg. Sie müssen gehen, Fräulein. Die Arbeit ruft. Das verstehen Sie doch, oder? Aber natürlich hören wir sie. Viel Glück. So, da springen wir mal drauf. Das ist doch... Das macht überhaupt keinen Krach. Das hört auch keiner, wenn wir auf die Karre Stein. Springen. Stein. Beton. Beton. Kruppstahl. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Oh Mann. Tyrannei. Star Wars Helm, hä? Aus mächtiger Feind. Oh. Wo sind wir denn hier? Eisenwald. Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch. Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden. Und befreien. Da sieht's schlecht aus. Hast du es sicher, um nackt auf dem Dach weiterzugehen? Ja, perfekt gemacht, dass wir hier hochlaufen können, ne? Wir haben jetzt leider noch keine... Da blinkt was. Oh. Die hat uns nicht gesehen, aber da müssen wir, glaube ich, noch nicht lang. Ich gehe lieber in Hocker, schaut aufrecht. Auf dem Dach weiter, genau. So, ist auf dem Dach. So, jetzt gucken wir uns mal. Jetzt kann man jetzt hier rüber laufen. Ah, ja. Alles klar. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Da geht auch, okay, da müssen wir da jetzt hoch. Na, Blaskovic. Wo ist Fanny? Gefängnis von Eisenwald, jawohl. Yes, sir. Immer läuft bei uns. Das war, ey, der hat es gar nicht kommen sehen. Das war im Hohenfluge. So, dann machen wir doch mal unser Ding schnell wieder voll. Oh, schicke was. Das dauert ein bisschen. Du bist ein Freund! Ja. Okay, erstmal hier runter. Ja, was ist das denn hier? Voll der Bug irgendwie, ey. Ah. Trau dich, Angsthase? Knallhirsch, ey. Auch wenn wir... Okay, jetzt haben wir es automatisch in der Hand. Wechseln mal wieder zum Messer. Hundefutter, jawohl. Da laden wir uns erstmal wieder auf. Wir können auch hier mal. Ah. Ah.
Okay. Holzkiste sind immer scheiße. Sind immer scheiße, Quatsch. Holzkiste sind immer toll. So, jetzt haben wir die erstmal abgelootet, ey. So, wo geht's denn? Jetzt wird's interessant. Ach so, wer da? Ach so. Warte mal. Kollege. Verreck doch! Oh Mann! Scheiße, wo ich denn jetzt hin? Jetzt auch mal langsam in diese Richtung. Das Gefühl, dass ich hier hin muss. Ich darf da nicht weghalten. Das zu. Da konnten wir uns jetzt nicht anders anschleichen, ne? So. Schneller ging's nicht. Können wir den ausmachen hier? Die brauchen hier oben noch keinen Strom. Ja, Munition ist immer gut. Sehr schön. So, da haben wir noch eine Kiste, da genau. Ne, BD-Pack brauche ich hier nicht. Das haben wir ja einigermaßen gut gemacht. Wir brauchen nur mal ein bisschen Rüstung oder sowas. Ja, schon wieder Mini. Ne, tut mir leid, brauchen wir nicht. Weil mehr als 100 geht nicht. La, schade. So, dann gehen wir da mal rein. Oh, Scheiße. Wow! Alter! Zum Geier. Wow. Das ist ja nicht mal feierlich, ey. Ich darf mich. What the? Hey, du! Komm her! Alter, was war das denn für ein Köter? Auf einmal kommt da dieser Riesenhirsch auf mich zugeeiert, ey. Hey. Hier kommt der goldene Reiter. Ja. Okay. Ich kenne das Vergnügen noch. Bist fertig? Abgeschüttelt? Ja. Naja. Das ist, ich hatte ihm ja die Chance gegeben, aber wenn er nur da steht und sich das Würstchen da anguckt, dann kann ich das auch nicht ändern.
Kein Zutritt. Ich denke mal, langsam brauchen wir mal wieder irgend so eine außer Messer, ey. Vorsicht, Vergiftungsgefahr. Kesselraum. Alles klar. Bist voll der Kesselflicker hier.